Ido und Elko Hommer aus dem friesischen Stegada. Viel Vergnügen beim Anschauen des Films über die zwei jungen Burschen. Genug Gründe also, um sie zu besuchen und einen Flugtag mitzuerleben. Alles findet hier, hinter dem historischen Bauernhof, wo die Familie Hommer wohnt, statt. Auf diesen Schlägen spielen die Brüder mit den alten Tauben auf totaler Witwerschaft und mit Weibchen. Guten Morgen. Guten Morgen, Jungs. Guten Morgen, Jungs. Ich habe den Bauernhof gefunden. Ja, ja, mooi. Sieht er prachtig aus. Echt ein, Es sieht hier sehr prächtig aus. Ein ehrwürdiges Gebäude. Ja, das stimmt. Von 1731. Ein schöner Ort, um Tauben halten zu können. Ihr habt hier immer gewohnt? Ja. Unser Vater ist auf diesem Bauernhof geboren. Wir sind hier auch geboren. 4 Generationen Hommer auf diesem Bauernhof. Ein schöner Ort. Ist der Name Hommer ein friesischer Name? Ja, das ist richtig. Das ist die Familie von Bernie Hommer. Bernie Hommer, der Weitstreckenspieler. Ja, ja. Ihr seid keine Weitstreckenspieler. Nein, nein, wir sind nur Programmspieler. Das sind unsere Flüge. Okay, heute haben wir noch 2 Flüge. Wir haben heute das nationale Derby mit Jungtauben von Morlaincourt und den Nachsaisonflug von Sittard. Das ist ein wenig kürzer. Ja, Sittard ist für uns 205 und Morlaincourt 420 Kilometer. En Morlaincourt, denk ik, 420 kilometer. Ja, dan even naar de eerste vlucht. Welche Tauben kommen zuerst? Die von Sittard? Ja. Das ist ein Nachsaisonflug? Ja, die Tauben von Sittard sind um 12 Uhr aufgelassen. Da haben wir einen Teil unserer Weibchen mit und einige Jungtauben, die in der vorigen Woche etwas später gekommen sind. Die vorige week wat later zijn gekommen, of ja, op die manier. Okay. Dann haben wir den Jungtaubenflug, das Derby. Ja, da haben wir 49 Jungtauben mit. 49? Ja, das stimmt. Vergangene Woche war es natürlich super. Wir haben den 1., 2. und 4. von der ganzen Afdeling gewonnen. Wir haben bis jetzt bei allen Flügen auf Teletex gestanden. Das ist der letzte Teletex-Flug. Das ist das Derby. Wir hoffen, dass wir heute wieder dabei sind. Also, heute muss es klappen. Ja, ja, wir vertrauen Ihnen, aber es muss noch klappen. Heute ist richtiges Taubenwetter. Ja, Nordostwind, prächtiges Wetter, schöner blauer Himmel, schöne Wolken, Gegenwind. Das kann ein sehr schöner Flug werden. Ja, prachtig Wetter, mooie blaue Lucht, mooie Wolkjes, Tegenwind. Dus het kan een hele mooie Vlucht worden, ja. Noch kurz zurück, wie lange bist du schon im Taubensport? 2006 habe ich angefangen und sehr schnell war mein Bruder auch eng damit verbunden. Zu zweit sind wir dann dabei gewesen. Damals begann alles auf einem sehr kleinen Schlag von 2 Metern. Das ist nun alles größer geworden. Wir spielen echt als 2 Brüder zusammen. Het is wel wat groter nu geworden, maar echt met z'n tweeën, 2 broers samen. Vertel eens, ik zie daar de hokken staan. Erzähl uns etwas, ich sehe da die Schläge stehen. Ja. Was sehen wir da? Beginnen wir mit dem mittleren Schlag. Das ist der Schlag der Jungtauben. Können wir da hingehen? Ja. Das ist der Schlag für unsere frühen Jungen. Die Anpaarung war etwa Mitte Januar. Dann wird hier angepaart. Ja, dann paaren wir die alten Tauben und die Zuchttauben. Die Jungtauben, die wir davon bekommen, setzen wir hier in 4 Abteilungen ab. Auf diesen 2 Einflügen müssen sie auch heute landen. Okay, können wir eben in den Schlag schauen? Ja, das ist gut. Okay, welke Abteilung ist das? Welches Abteil ist das? Dies hier ist das Abteil der jungen Weibchen. Wir spielen die Jungtauben ab ungefähr dem 2. oder 3. Flug auf Witwerschaft. Während der Woche sind sie dann schon getrennt. Sitzen sie auf Rosten? Die Weibchen haben wir normalerweise immer auf Rosten. Wie du hier siehst, stehen hier noch einige Kartons. Am Donnerstag haben wir ein paar Kartons hier hineingesetzt, um den Schlag nur etwas gemütlicher zu machen. Die Nistzelle, die da hinten steht, die drehen wir dann um. Während der Woche ist der Schlag für die jungen Weibchen eigentlich nicht so gemütlich. Am Donnerstag machen wir es vor dem Einkorben, dann aber gemütlich. Trainiert ihr die Tauben dann auch getrennt? Ja, wir beginnen um 7 Uhr mit den jungen Weibchen.
Je nachdem, wie sie trainieren, kommen anschließend die Männchen raus. Dann ist der Morgen auch schon herum. En ja, dat is eigenlijk het ochtendritueel een beetje. Okay, dus dat waren de duivinnen. Ja. Dan gaan we even kijken naar het dofrock. Lass uns noch kurz den Männchenschlag ansehen. Das sieht hier ganz anders aus. Das stimmt. Die Männchen sitzen hier auf Stroh. Das dient dazu, um die Wärme etwas festzuhalten. Die Männchen halten doch noch etwas mehr von Gemütlichkeit. Für Dorfers, ja, halten doch ein bisschen von Geselligkeit. Die Dorfers müssen onderling auch durch die Week. Die Männchen müssen während der Woche immer etwas Streit miteinander haben. Dafür haben wir einen gemütlichen Schlag mit vielen Sitzplätzen und Eckchen, wo sie sitzen können. Wir hoffen, dass sie das motiviert, damit sie vom Flug schneller nach Hause kommen. Das ist eigentlich die Idee dabei. Ihr habt jetzt 49 mit. Ja, das stimmt. Wie viele Männchen und wie viele Weibchen? Ganz genau weiß ich das nicht, aber das Verhältnis ist ungefähr gleich. Vielleicht weiß Elko es. Wie viel Elko? Ich denke, dass wir 25 Männchen und 24 Weibchen mit haben. Das Verhältnis ist ungefähr gleich. Ich sehe blaue Farbe. Das ist richtig. Wir haben von unserem Freund Gerard Busfeld vom Team Eierkamp viel gelernt. Von dem habt ihr einen Topf Farbe bekommen. Er hat auf seinem Schlag auch viel mit Farbe gearbeitet. Das haben wir dann nachgemacht. Er hat altijd de hokken ook met veel kleurtjes. En dat hebben we maar nagedaan. Jeder Züchter, der hierher kommt, sagt etwas dazu. Ich finde es auch gemütlich. Ein Schlag muss für Tauben gemütlich sein. Wir wollen hoffen, dass dieser Schlag auch gemütlich ist. Okay, ich sehe hier auch eine Lampe. Ist die immer an? Ab dem längsten Tag haben wir die Lampe an. Wenn dann die Flüge erledigt sind, machen wir die Lampe aus. Dann kann der Winter kommen. Ja, tot straks de vluchten klaar zijn, dan gaan de lampen gewoon uit en dan kan de winter gaan beginnen. Verdunkelt ihr auch? Das stimmt. Wir haben sie ungefähr 6-7 Wochen verdunkelt. Ab dem längsten Tag ist die Lampe an. Ja, vanaf de langste dag dus de lampen aan. Klein beetje verlichting. Ein wenig Lüftung? Das stimmt. Niet die schuiven open. Vor der Saison machen wir die Schieber noch weiter auf. Jetzt, am Ende der Saison, versuchen wir doch, die Tageswärme über Nacht festzuhalten. Da dürfen wir dann die Schieber nicht so weit öffnen. Ich verstehe das so, dass ihr die Tauben vor der Saison oder zu Beginn der Saison anders haltet. Das stimmt. Nach dem Absetzen behandeln wir die Tauben anders als ein paar Wochen später. Jetzt mache ich es alles sauber. Vor der Saison wird nichts sauber gemacht. Da machen wir die Trockenmistmethode. Tauben, die zu diesem Zeitpunkt krank werden, machen wir alle weg. Es ist besser, sie vor der Saison abzuhärten. Von Tauben, die vor der Saison krank werden, hat man doch nicht viel. Ich denke, dass es vor der Saison besser ist, um ab und zu hart vor der Duive zu sein. Und dass die Duive, die vor der Saison krank werden, dass du da in der Zukunft doch nicht viel an hast. Die Gemütlichkeit ist für die Männchen sehr wichtig. Am Tag des Einkorbens ist es wichtig, dass sie überall ihr Plätzchen finden können. Die Pärchen sitzen dann meist schon einige Zeit zusammen und suchen dann von selbst eine Ecke oder einen Karton aus. Sie haben da doch viele Möglichkeiten. Die Zwischentür wird dann geöffnet. Dann müssen sie selbst aussuchen, wo sie sitzen wollen. Sie gehen dann auch in den anderen Schlag? Ja, sie wählen selbst aus, was ihnen am besten gefällt. Donnerstagnachmittag oder am Freitagnachmittag, das heißt am Tag des Einkorbens, lassen wir sie den ganzen Nachmittag über zusammen. Das ist dann sehr gemütlich. Wird dann am Einsetztag, am Donnerstag oder Freitag noch gefüttert? Wenn wir am Freitag einsetzen, füttern wir etwas weniger. Wenn die Flüge dann länger werden, bekommen sie am letzten Tag noch sehr viel Fettfutter. Vor allem am letzten Tag. Dann geben wir doch wohl viel Fettfutter die letzten Tage. Vor allem die letzten Tag. Der letzte Tag vor der Inkorbung? Am letzten Tag vor dem Einsetzen oder am Einsatztag selbst? Am Donnerstag geben wir vor dem Einsetzen nur Fettfutter. Wir fangen dann schon etwas am Mittwochabend damit an. Was bekommen Sie dann so zu fressen? Bei der Rückkehr vom Flug bekommen Sie eine Reisemischung, etwas leichteres Futter. Auf jeden Fall
wird nicht so schwer gefüttert. Etwas Reisefutter von Matador geben wir. Ja, meeste nicht so schwer voor in ieder geval. Gewoon ein bisschen eine Fliegenmengeling, das wir geben von Matador. Ich sehe hier noch einen kleinen Hocker stehen. Da sitzt du dann selbst im Schlag? Ich sitze manchmal selbst im Schlag, aber meistens ist der Hocker für die Tauben, damit sie auch darauf sitzen können. Das ist ein Motivationsplatz. Eure Schläge sind schon sehr gemütlich. Der Schlag für die Jungtauben darf nicht zu steril sein. Er muss schon gemütlich sein. Wir finden es auch selbst schön auf dem Schlag und die Tauben finden es auch irgendwie schön. Der Einfluss von Gerard Bußfeld ist deutlich zu sehen. Das stimmt. Mit all den Dingen im Schlag ist es schon eine gewisse Mehrarbeit, wenn man sauber macht. Aber für die Tauben ist das auch sehr wichtig. Die Tauben machen es doch gut auf dem Schlag. Ja, es geht prima. Wie lief es in diesem Jahr? Die ersten Flüge waren für uns nicht fantastisch. Das haben wir aber bewusst so eingerichtet. Bei den Jungtauben legen wir vor allem Wert auf die Nachsaisonflüge. Wie macht ihr das dann? Wir bringen sie selbst weg, trainieren sie also selbst. Nach der zweiten oder dritten Woche sitzen sie dann getrennt. Wir spielen sie dann mit Schiebetür. Das Ergebnis siehst du auch gleich. Derde week gescheiden hebben zitten, dus dan op een gegeven moment hebben ze het spelletje door op de laatste vluchten. Ja, dat zie je dan ook gelijk. Ja, dat is wel terug te zien in de resultaten. Ja, seitdem ze getrennt sitzen, hebben ze ook begonnen enorm te trainieren. Die Weibchen trainieren manchmal circa 2 Stunden am Tag. Ze ziehen dan meer als 1 Stunde weg. Dann wisst ihr, dass alles in Ordnung ist. Ja, dann ist auch alles mit ihrer Gesundheit und Form in Ordnung. Dann sind sie okay. Jungs, vergesst nicht die Uhr einzustellen. Das ist natürlich sehr wichtig. Da kann also nichts mehr passieren. Das hoffen wir nicht. Ich sehe da noch eine Tränke. Ist noch etwas darin? Nein. Sie bekommen nun bei der Heimkehr klares Wasser. Wie denkst du über den Gebrauch von Medizin bei den Tauben? Am Anfang müssen sie schon etwas aushalten, dann geben wir nichts. Vor dem ersten Flug bekommen unsere Tauben eine Kur von 5 Tagen gegen den gelben Knopf. An 3 von diesen Tagen bekommen sie auch noch etwas gegen Ornithose. Das gebt ihr zusammen. Ja, das bekommen sie gleichzeitig. Im Prinzip sind sie dann vor den Flügen gegen allerlei Krankheiten gut gerüstet. Wann macht ihr die Kur? In diesem Jahr haben wir es 2 Wochen vor dem ersten Flug gemacht. Sie haben dann auch noch an den Trainingsflügen teilgenommen, ohne dass sie etwas bekommen haben. Da kamen sie auch prima nach Hause. Wann habt ihr sie getrennt? In diesem Jahr haben wir es nach dem zweiten Flug gemacht. Vor dem dritten Flug mussten sie doch das Spiel etwas kennenlernen. Deswegen haben wir es in diesem Jahr eine Woche früher gemacht. Okay, gut Jungs, die Uhr steht da drin. Können wir wieder nach draußen gehen? Wir werden draußen warten. Wir stehen hier im Schlag der Tauben vom Zitterflug. Ja, das stimmt. Das waren hier eure Weibchen auf Witwerschaft, aber die sitzen nun auf dem Nest. Ja, die haben wir nun für die Nachsaisonflüge angepaart. Sie sitzen nun auf dem Nest. Die meisten haben kleine Junge von ungefähr einer Woche. Darauf kommen sie nun nach Hause. Die Männchen sind nicht mit, die bleiben bei den Jungen. Erzählt, wie läuft das dann in der Saison mit den alten Tauben? Vor der Saison haben sie hier auch schon Junge aufgezogen. Danach sind die Männchen hinten in die Voliere gekommen. Die Weibchen sind in diesem Schlag auf Witwerschaft gegangen. Wir haben den Schlag so gebaut, dass die Weibchen auch auf Dreiecksitzplätzen sitzen können. Und
Zo zitten ze hier gewoon door de week. Ja. En zo zitten ze op de navlucht. So sitzen sie auf den Nachsaisonflügen. So sitzen sie auf den Nachsaisonflügen auf dem Nest. Das hat uns in diesem Jahr gut gefallen. Von einem Schlag können wir auch einen Schlag mit Nistzellen machen. Die Weibchen können auch auf Witwerschaft gesetzt werden. Es hat uns gut gefallen. Die Lampen sind eingeschaltet. Ja, die Lampen sind eingeschaltet. Von morgens 5 bis abends 11 Uhr. Damit sie nicht so schnell mausern. In dem rechten Schlag mit der großen Voliere sitzen unsere Zuchttauben. Da sitzen ein paar Kweekoppels und die können da prachtig mooi sitzen. Die mogen Dag und Nacht in de rennen und das finden sie fantastisch. Von dem linken Schlag mit den beiden kleinen Volieren spielen wir mit den späten Jungen. Die zweite Runde von den Zuchttauben setzen wir da ab. Die werden auf den Nachsaisonflügen gespielt und vielleicht noch auf den Eintagesflügen. Mit denen machen wir aber nichts Besonderes. Die sind heute auch mit? Ja, die sind nun auch auf dem Nachsaisonflug von Zittert mit. Die gehen aber nicht über die Antenne. Die sind nur mit, um Erfahrungen zu sammeln. Wir stehen jetzt hier vor eurer Zuchtvoliere. Ja, ein kleiner Schlag mit einer sehr großen Voliere. Durch diese große Voliere bleiben sie auch fit. Die älteren Zuchttauben sind alle gut zurecht. Da bleiben sie auch wel mooi fit van. Ook voor die wat oudere kweekduiven is het wel goed, denk ik. Da wir gerade über Zuchttauben sprechen, erzählt, was habt ihr hier auf den Schlägen sitzen? Eigentlich haben wir drei Linien von drei Züchtern. So könnte man es sagen. Wir haben Tauben von Ari Dijkstra aus Oudewoude hier sitzen, aus Hokidoki und Leonardo mit Tinkerbell. Außerdem haben wir noch Tauben von Hans und Evert Jan Eierkamp, die wir durch unseren Arbeitseinsatz auf Greenfield Stud von ihnen bekommen haben. Ihr habt dort gearbeitet? Ja, im Winter haben wir da mit anderen Züchtern bei der Arbeit geholfen. Wir bekamen dann eine größere Zahl prächtiger Jungtauben. Meegeholpen en in ruil daarvoor kregen wij dan in het voorjaar een aantal prachtige jongen. Dus dat, en daarnaast hebben we. En dan hebben we nog Tauben van Agnes Sommerfeld. Dat is eigenlijk die linie des Ippon, die we hier op het slag hebben. Van de Ippon die we hier op het hok hebben. Die Tauben vom Nachsaisonflug kunnen komen. Du hast einen Locker dabei. Das ist eine alte Weitstreckentaube von uns. Die macht es als Locker immer gut. Im Prinzip brauchen wir den Locker nicht, aber wenn eine Taube vielleicht zweifelt oder ängstlich ist, dann kann man schon so eine Taube gebrauchen, um die Taube reinzuholen. Dann können wir doch halt noch die Taube gebrauchen, um binnen zu halen. Na Jungs, der erste Flug ist so in etwa gelaufen. Ja, das stimmt. Einige Tauben sind gefallen, ja. Alte Tauben und Spätjunge. Ja, die Spätjungen kommen in aller Ruhe. Es geht bei ihnen auch nicht um die Schnelligkeit. Sie sollen etwas lernen. Von den alten Tauben hatten wir etwas mehr erwartet. Das war nicht der beste Flug des Jahres. Wenn die erste da ist, dann fallen sie auch schnell hintereinander ein. Die erste Taube hätte etwas früher sein können.
Vielleicht lag es auch daran, dass sie in der vorigen Woche mit kleinen Jungen einen besseren Neststand hatten. In der vorigen Woche wartet ihr auf Teletext. Nein, das war mit den Jungtauben. Vorige Woche standen wir mit den alten Tauben auch gut dabei. In der Fluggemeinschaft hatten wir 4 Weibchen zugleich. Wir hatten von dem Schlag ein Männchen mit. Von den größeren Jungtieren war das Männchen doch der erste. Das hat vielleicht doch etwas mit dem Neststand zu tun. Bei diesem Wetter und diesem Wind können wir normalerweise frühe Tauben drehen. Die Zeit vergeht, die Tauben von Morlancourt können kommen. Ja, die Tauben von Morlancourt nähern sich immer mehr. Das ist für euch sehr wichtig. Heute ist der wichtigste Flug. Ich hoffe, dass wir da doch frühe Tauben drehen können. Wie schnell die sein werden? Die Tauben von Sittard flogen 1200 Meter pro Minute. Die Tauben von Sittard gingen, denke ich, 1200 Meter pro Minute. Die von Morlancourt werden diese Geschwindigkeit wohl nicht schaffen, aber es wird auch nicht sehr viel schlechter sein. Wie spät ist es nun? Ich will mal nachsehen. Es ist nun 3:30. Noch ein Stündchen warten. Ja. Sie sind kurz vor 11 aufgelassen. Die Entfernung beträgt 420 Kilometer. Wir müssen noch etwas warten, denke ich. Zeigt mir doch noch ein paar gute Tauben. Das ist unser Ippon. Den haben wir für einen Gutschein von der Gemeinschaft Antje Sommerfeld aus Utrecht bekommen. Diese Taube ist nun schon Vater von sehr vielen Erste-Preis-Gewinnern hier in der Gegend. Vor allem auf den kürzeren Flügen macht sich die Nachzucht von Ippon sehr gut. Das ist Nesta von 2009. Das ist eigentlich unser bester Zuchtvogel für die Eintagesflüge. Das ist ein Vogel von Ari Dijkstra aus Oudewoude. Das ist ein Bruder von Hokidoki. Das ist ein Sohn von Leonardo mit Tinkerbell. Auf seinem eigenen Schlag ist er schon Vater von 8 verschiedenen Erste-Preis-Gewinnern. Auch bei anderen Züchtern macht es die Nachzucht besonders gut. Ein jähriges Weibchen, von dem er der Opa ist, macht es schon sehr gut mit 2-mal Teletext als Jährige. Das ist ein gewaltiger Vogel mit einem sehr guten Charakter. Na Jungs, wir haben Besuch bekommen. Das stimmt. Stellt uns den Herrn doch eben für die Zuschauer vor. Das ist der Ölche Jellema, der wohnt hier auch in Stegada. Ölche ist den meisten Taubenzüchtern schon bekannt. Er ist einer der besten Spieler auf der großen Weitstrecke der Niederlande. Er hat uns das Basiswissen, wie eine Taube gut zu versorgen ist, beigebracht. Er kontrollierte zum Beispiel, ob wir den Tauben genug Grit gegeben haben. Die kleinsten Dinge hat er uns gelehrt. Wir haben uns für Tauben interessiert. Unser Vater sagte, wenn ihr euch für Tauben interessiert, dann müsst ihr ins Dorf zu Jellema gehen. So kamen wir zu Ölche. Wir sahen dann natürlich die Schläge mit den Brieftauben und waren begeistert. Da mussten wir auch einen Schlag mit Brieftauben bekommen. So hat uns dann Ölche geholfen. Wir haben ihm viel zu verdanken. Mir ist dann aufgefallen, dass die beiden Jungs das sehr schnell begriffen haben. Wir haben hier in der Vereinigung einen Züchter von 60 Jahren, der auch wieder mit Tauben anfangen will. Aber die Jugend begreift alles viel schneller. Das ist für mich eine schöne Erfahrung, die ich gemacht habe. Die jungen Hommers backen das hier gut an. Die haben noch Ehrgeiz. Die Jungs können die Spitze erreichen? Wenn ich mir das hier so anschaue, dann läuft das sehr gut. Auch die Verbindung zu Eierkamp halte ich für sehr positiv. Und sie machen es sehr gut. Stammbaum, die Taube und die Taube. Das steckt auch so ein bisschen im Bauernblut. So ist das auch bei den alten Stieren und Kühen und deren Abstammungen. So ist das auch bei den Tauben. Im Prinzip ist es dasselbe. Du bist auch gekommen, um mit auf die Tauben zu warten? Ja. Wie denkst du darüber?
Es ist Ostwind, ich bin guter Hoffnung. Wir werden sehen. Abwarten. Ja, bin ich hoopvoll gestemd. Nou, we zullen het gaan zien. Altijd ABBA. Es ist schön anzusehen, wie der Taubensport die verschiedenen Generationen miteinander verbindet. So sollte es sein. Die zit goed. Ja. Doe een dikke, jongens. Hier dik. Mooi. En? Hebben we wat? Ja, ja. De eerste is het. Doen we. Ja, mooi. Ido. Haben wir eine? Die erste ist da. Ja, sehr schön. Sie landete sehr schön auf den Einflug. Sie hatte ganz schönen Gegenwind. Sie fiel wie ein Stein auf den Einflug. Noch ein Auto. Komm mal, komm. Komm, komm. Die hebben ervoor gevlogen, hoor. Ja. Ja. Meld me door. Jo. Dankjewel. Hier, heb je hem. Ja, het is wel voor de vroeg, hè. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Goed zo. Ik denk dat er nu een 18 duiven thuis zijn en nou, ze vallen nu wel redelijk vlot. En de eerste duif zit er wel mooi bij. Ik denk dat nu 18 tauben zu Hause zijn. Ze vallen jetzt ziemlich vlot. Die eerste taube liegt ganz gut. Ik weet nu nog niet precies hoe het bij de. Ik denk dat ze vielleicht voor een teletextnotering dabei is. Maar op jeden Fall wird sie sicher sehr gut liegen. Maar ze komen op het algemeen wel aardig fit thuis. Schauen wir uns die erste Taube einmal an. Das ist ein Männchen. Was ist das für einer? Das ist ein Enkel von Ippel, von einem unserer besseren Zuchttauben. Ja, darin steckt etwas von Van Loon über Eierkamp. Vorige Woche und in der Woche davor war er auch bei unseren ersten Tauben. Ein schöner Vogel. Ich denke, die Tauben von Morlancourt kommen gut nach Hause. Die erste Taube liegt sehr gut und danach kommen sie schnell nacheinander. Ich denke, dass wir mit dem letzten Flug mit Jungtauben sehr zufrieden sein können. Sie gewannen den ersten, den zweiten und den vierten in der Afdeling, hatten zwei Teletext-Notierungen auf den Jungtaubenflügen und nun eine sehr frühe Taube von Morlancourt. Klasse! Dann bis zum nächsten.